Bekämpfe deine Gegner wie nie zuvor in einem Action-Kampfsystem. Okay, Spaß beiseite. Ich bin doch in Zone 4, aber das wisst ihr ja schon längst. Sonst wärt ihr ja auch nicht hier. Okay, Spaß beiseite. Aber diesmal wirklich, so ein bisschen zumindest. Ja, beim letzten Mal habe ich gezeigt, wie man ein Koordinatensystem erstellt, bei dem der Gegner der Mittelpunkt ist von unserem Koordinatensystem. Und der Spieler abgefragt wird, wie nah er sich am Mittelpunkt befindet. Nun werden wir noch einstellen, dass der Spieler den Gegner schlagen kann. Am besten natürlich auf eine dieser vier Positionen, also direkt daneben. Natürlich muss der Spieler dazu noch in die richtige Richtung gucken und so weiter und so fort. Das stellen wir alles ein, das ist alles kein Problem. Ja, zunächst werde ich erstmal die Events mal ein bisschen beiseite schieben, weil ich die jetzt irgendwie als störend oder irritierend empfinde. Aber ich werde sie nicht löschen. Genau. Wie machen wir das am besten? Erstmal zeige ich, was ich letzte Woche gemacht habe. Dazu stelle ich mal kurz wieder den Ton aus. Da hatten wir gemacht, halt das mit dem Koordinatensystem. Das werdet ihr mittlerweile auch hinbekommen haben bei euch. Vielleicht seid ihr auch sogar schon einen Schritt weiter. Dass wenn ich jetzt hier Enter drücke, gar nichts passiert. Und wenn ich jetzt dort stehe und Enter drücke, wird der Bildschirm hell. Dasselbe ist dann im Umkreis vom Gegner überall. Genau. Nun wollen wir das Ganze auf diese vier Felder beschränken. Und der Spieler soll noch in die Richtung des Gegners gucken können. Und der Bildschirm soll nicht hell leuchten, sondern der Gegner soll getroffen werden. Also es ist im Grunde dasselbe, nur dass es noch mit diversen Beschränkungen ist und diverse andere Einstellungen vorgenommen werden. Ja, dazu, was machen wir dazu als allererstes? Als allererstes werde ich erstmal, ja, wir fangen mit dem Gegner an, das ist eigentlich eine gute Idee. Als allererstes werde ich den Gegner mal auf Event Touch ändern und von Fixed auf, also von dem Bewegungsmuster von Fixed auf Custom ändern. Nun werde ich hier eine Move-Route reinbasteln, die Move-Toward-Player dreimal enthält. Er wird dreimal in Richtung Gegner laufen und das mit der Geschwindigkeit Slow ist gut und mit der Frequenz Highest. Der wird sich jetzt immer in unsere Richtung bewegen, die ganze Zeit über, und bei Event-Touch, also wenn er uns berührt, wird das ausgeführt, was hier steht. Er wird uns Herzen abziehen. So, jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum macht er Custom? Und warum macht er Move-Route? Toward Player? Das geht doch auch über diese Funktion hier. Uprush oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ihr lacht jetzt wahrscheinlich schon wieder, wie ich es ausgesprochen habe. Ist auch okay, ich bin da nicht so sonderlich gut. Genau, das hat folgenden Grund. Wenn ich den Gegner dorthin stelle und nicht hier hinstelle und das Spiel jetzt mal kurz starte, dann werdet ihr sehen, dass er dezent komisch zu mir hinläuft. Genau, als allererstes hat er erstmal einen Schritt nach oben gemacht. Jetzt geht er zur Seite, jetzt geht er erstmal eine Runde um mich herum, um zu mir hinzukommen. Er läuft nicht den exakten Weg, sondern eher mehr einen mehr oder weniger zufälligen Weg. Also mehr oder weniger zufälligen. Er kommt zwar immer an der Stelle des Spielers an, aber er geht so ein bisschen zickzack wellenmäßig. Und das haben wir bei Custom und bei Move Toward Player dreimal haben wir das Problem nicht. Dort geht er dann exakt schnurgerade zum Spieler. So, genau. Dann geht er exakt schnurgerade zum Spieler. Beides hat Vor- und Nachteile, das sage ich schon mal jetzt. Wenn hier zum Beispiel ein Event steht, dann kann er bei Move Toward Player nicht durch dieses Event durchlaufen. Also auch nicht drumrum und nichts. Er versucht, den direkten Weg zu gehen. Das kann ich kurz nochmal demonstrieren. Der Gegner steht dort, ich stehe dort. Der direkte Weg wäre jetzt durch das Event durch, beziehungsweise dran vorbei. Er müsste erkennen, dass er dran vorbeigehen soll. Und das geht mit Move Toward Player, wie man sieht, gar nicht. Wenn ich zur Seite gehe, dann kapiert er das. Gut, bei der anderen Funktion erkennt er das und weicht dem Hindernis aus. Aber wie gesagt, dann ist das Problem der Wellenlinie.
Genau, dann funktioniert das. Aber er läuft halt nicht den direkten Weg zu mir. Das ist, ab und zu macht er auch Schritte rückwärts. Das ist ein bisschen komisch teilweise. Müsst ihr entscheiden, was ihr dann besser findet. Man kann auch mit einer erweiterten KI beides ein bisschen kombinieren. Ich werde aber auf jeden Fall auf Custom und auf Toward Player lassen. Das finde ich eigentlich mit am besten. Okay, gut. Da hätten wir das auch geklärt. Nun hatte er uns immer sofort getötet, wenn er uns erreicht hatte. Das ist ein bisschen heftig. Deswegen werden wir hier noch einen Wait von 10 reinklatschen. Dadurch haben wir 10 Frames, also eine Möglichkeit, Möglichkeit, sage ich schon, ein Fenster, welches 10 Frames groß ist, bei dem wir dem nächsten Schlag ausweichen können. Das kann ich kurz mal demonstrieren. Dann stirbt man nicht sofort. Sondern er kann uns nur alle 10 Frames ein Herz abziehen, maximal. Zack. Und dann kann ich weglaufen, genau. Und zack. Und dann kann ich wieder weglaufen. Genau. Das ändern wir später aber noch. Da hatte ich beim letzten Mal beim Action-Kampfsystem, als ich das Tutorial mal angefangen hatte, vor ein paar Monaten, hatte ich eine andere Variante gezeigt, wie der Spieler allgemein nur einmal getroffen werden kann in einer bestimmten Zeit, was auch für mehrere Gegner sehr praktisch ist. Aber das demonstriere ich dann später. Nun haben wir einen kleinen Gegner mit einer simplen Gegner-KI gebastelt. Die Gegner-KI ist richtig simpel. Er geht einfach schnurstracks den direkten Weg zum Spieler. Gut, nun kommen wir zum Schlagen. Dazu gehen wir in die Database und werden erstmal den Inhalt von dem Event, den braucht man nicht mehr. Ups. Okay, den brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Dazu brauchen wir jetzt den Befehl Button Input Processing. Wenn ich hier jetzt F1 drücke, habe ich hier die Tastenliste. Wir brauchen C, weil das Enter ist, und 13, weil ich werde jetzt für das Tutorial erstmal Schlagen auf Enter legen. Ich empfehle es dann später auf eine andere Taste zu legen, aber das kommt dann in späteren Tutorials, weswegen ich das bevorzugen würde und auf welche Tasten ich das legen würde und so weiter und so weiter und so fort. Das speichern wir in der Variable Tasten. Tasten. Die Variablennummer spielt eigentlich gar keine Rolle. So wie immer, der Variablenname natürlich auch nicht. Und okay. Gut. Entschuldigung. Nun werden wir abfragen, ob die Taste Enter gedrückt wurde. Das machen wir über Conditional Branch, Variable, Tasten, Equal to 13 war es, glaube ich. Ah, ich bin mir ziemlich sicher. 13. Dann wird ein Switch angeschalten. Wenn das der Fall ist, der Switch heißt Schlagen. Schlagen. Okay. Nun weiß das Spiel, dass ich geschlagen habe. Das ist wichtig. Als nächstes kommt theoretisch die Schlaganimation rein, dass der Spieler das Schwert schwingt. Die habe ich noch nicht gebastelt und das würde jetzt auch alles hinauszögern. Im Tutorial, da würde das Tutorial zu lang werden. Das erkläre ich mal in einem sorry, in einem Extra-Tutorial. Das mache ich mal in einem Extra-Tutorial mit der Schlaganimation. Das spielt jetzt auch für das Tutorial keine Rolle. Auf jeden Fall hier, wo ich jetzt Z-Move-Root, Player, Wait 4 reinmache, kommt normalerweise die Schlaganimation rein. Hier wird er sich jetzt einfach 4 Frames lang nicht bewegen. Das entspricht ungefähr dem, also es spricht im Prinzip demselben. Dann machen wir hier einen Wait von 4 rein. Und anschließend schalten wir den Schlagen-Switch wieder aus. Dadurch weiß das Spiel, dass der Schlag beendet wurde. Nach 4 Frames. Gut. Nun haben wir im Prinzip eingestellt, dass das Spiel weiß, 4 Frames wird jetzt geschlagen. Und da können wir jetzt dran weiterarbeiten. Dazu brauchen wir jetzt ein neues Common Event. Das nennen wir Gegner. Gegner 01. Dieses bräuchtet ihr dann für jeden Gegner. Also wenn ihr 10 Gegner macht, 10 Mal. Das ist ein bisschen Arbeit, aber ihr müsst das ja nicht wieder machen. Es reicht, wenn ihr es einmal gemacht habt für jeden Gegner. Das müsst ihr nicht wieder machen, weil es ist ein Common Event. Die muss man nicht zweimal machen, weil die gelten ja sowieso global.
also für das gesamte Spiel. Da stellen wir auf Parallel, auf Start, also auf den Switch Start natürlich, und werden einfügen die Bedingung Conditional Branch, Schlagen ist on. Also wenn Schlagen an ist, wird abgefragt, wo sich der Spieler im Verhältnis zu Gegner 1 befindet. Der Spieler befindet sich jetzt im Verhältnis zu Gegner 1, am besten Variable, am besten auf Position 1, also x1. Dadurch, dass ich ja die mal minus 1 noch genommen hatte, nur noch so zur Erinnerung, wäre das dann hier so, auf einem dieser drei Felder. Oder hier oben würde es auch gehen, aber wir werden, ich meine natürlich hier in dieser Reihe, so rum meinte ich es natürlich. Gut, das werden wir jetzt natürlich nur auf dieses Feld beschränken. Also brauchen wir noch eine Bedingung, die sagt, y muss 0 sein. Gut, dass das schon mal verstanden wäre. So, Gegner 0,1 wieder reingehen. Jetzt brauchen wir noch eine Bedingung, die abfragt, ob Gegner, ob y 0 ist. Y, genau, 0. Gut, wenn y jetzt 0 ist, dann wird der Schlag quasi ausgeführt. Dazu brauchen wir dann später noch eine Variable, das erkläre ich gleich. Ich werde erstmal die ganzen Bedingungen zurechtbasteln. Obwohl, ich kann eigentlich die Variable gleich machen. Die Variable heißt bei mir Gegner 01 KI. Künstliche Intelligenz. Uhu. Ja, da werden wir dann auf die KI zugreifen und die setzen wir auf 1. Die Zahl erkläre ich später, wofür die dient. Wir werden nun hier das Häkchen setzen bei der X-Koordinate, weil es gibt ja noch andere Möglichkeiten für X. Und das wäre zum Beispiel, wenn X gleich minus 1 ist. So. Und dasselbe gibt es noch für X gleich 0. Ist logisch. So, aber eine dritte X-Variante gibt's nicht. Hier gibt's dafür zwei Y-Varianten, also müssen wir bei Y das Häkchen reinmachen. Einmal gibt's hier das Y mit 1. Und einmal gibt's das Y mit, Häkchen wieder raus, mit minus 1. So, jetzt haben wir alle vier möglichen Varianten. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Aber das müssten jetzt theoretisch die möglichen vier Varianten sein, wo er hier stehen kann. Und jeweils wird KI 01 gestartet. Wir befinden uns momentan in der KI 00, also in der Gegner-KI 0. Jetzt werden wir eine neue Event-Page machen, Copy und Paste. Werden den Inhalt löschen, so. Und werden hier als Bedingung Variable Gegner-KI gleich 1 oder höher setzen. Also um hier reinzukommen auf diese Seite, muss die Gegner-KI 1 sein. Und dazu muss er getroffen sein. Also der Spieler muss dann hier entsprechend stehen. Ich habe aber eins vergessen, fällt mir gerade ein. Sorry. Ja, mir passieren Fehler. Auch mir passieren Fehler. Wir müssen dann natürlich noch die Blickrichtung abfragen. Das habe ich natürlich komplett vergessen. Das müssen wir natürlich auch noch machen. Also, Conditional Branch. Wir müssen natürlich noch abfangen, ob die Blickrichtung stimmt. Welches war es denn jetzt? Das war, glaube ich, rechts. Also muss er nach links gucken. Weil x1 und y0 war rechts. Also muss er nach links gucken. Das Ganze ist natürlich dann hier gespiegelt. Hier muss er natürlich nach rechts gucken. Bei plus 1 muss er nach unten gucken. Das mit dem Gesicht habe ich natürlich vergessen. Also mit der Blickrichtung. Muss er nach unten, nicht nach oben. Nach unten. Und bei minus 1 muss er natürlich nach oben gucken. So, jetzt stimmt's aber. Gut. Nun wieder zur ersten Seite des Gegners. Dort werden wir nun einstellen, was passiert, wenn der getroffen wird, der Gegner. Als allererstes wird er sich nicht mehr bewegen. Das ist nämlich Quatsch. Fix it. Dann stellen wir die Geschwindigkeit auf Fastest. Warum ich das jetzt die Geschwindigkeit erhöhe, erkläre ich jetzt. Wer hätte es gedacht? Dazu brauchen wir einen Move Root.
Zed Mufroot. This Event oder Gegner 1, wir wissen es ja, aber wir stellen es einfach auf This Event. Dann als erstes Turn to White Player, da ist es. Anschließend Direction Fix On, er soll sich nicht mehr die Blickrichtung ändern können. Dann Step Backward, also rückwärts laufen. Anschließend Direction Fix Off. Und was war noch? Eigentlich nichts, glaube ich. Das war okay. Soweit, oder? Ja, das war okay. Gut, nun bewegt er sich mit der schnellsten Geschwindigkeit einen Schritt nach hinten, wenn er getroffen wurde. Macht Sinn. Gehe ich mal von aus. Anschließend kommt ein Wait-Befehl. Wir lassen ihn jetzt ein bisschen warten. Er ist jetzt ein bisschen geschockt, weil er gerade geschlagen wurde. Da kann er nicht gleich wieder loslaufen und gleich loskämpfen. Dann mache ich jetzt ein Wait von 10 rein. Die Zahl ist beliebig, die könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Und machen jetzt eine neue Variable rein. Also wir ändern die Variable Gegner KI 1 wieder auf 0. Und kommen damit wieder auf die erste Seite. Soweit sollte alles klar sein, denke ich mal. Okay, könnten wir eigentlich theoretisch gleich mal ausprobieren, würde ich mal behaupten. Ach, stopp, einen Fehler habe ich noch drin. Wir müssen nämlich hier, bevor er uns schlägt, müssen wir noch einen Befehl machen, einen Wait-Befehl. Er gibt uns 4 Frames, ein Zeitfenster von 4 Frames, dass wir ihn zuerst schlagen können, als er uns schlägt. So, weil sonst schlagen wir uns ja jedes Mal gleichzeitig und das ist Quatsch. So gibt er uns ein Zeitfenster von 4 Frames, das kann man natürlich frei entscheiden, je nach Gegnertyp und so weiter. Dass er uns quasi dass wir ihn quasi theoretisch, wenn wir innerhalb dieser 4 Frames zuschlagen, dass wir dann zuerst zuschlagen und als einzigstes. Das demonstriere ich jetzt kurz. So. Ups, das hat natürlich irgendwie gar nicht geklappt. Warum? Warum bewegt er sich jetzt nicht mehr? Na, von der Seite geht's aber. Komisch, aber auch nicht richtig. Muss ich nochmal kurz reingucken. Ach, ich habe hier nicht auf Parallelprozess gestellt. Okay, gut, sowas passiert natürlich, aber das sollte natürlich nicht passieren. Ist ja kein Problem. Das ist ja das geringste Problem, wenn man vergisst, auf Parallelprozess zu stellen. So, jetzt aber. Zack, genau, jetzt funktioniert es. Aber das Zeitfenster ist ganz schön knapp, wie mir gerade auffällt. 4 Frames ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Aber es geht theoretisch. Ja gut, jetzt bin ich Game Over gewesen. Ist doch ein bisschen knapp. Aber es geht, wie man sieht. Wie man sieht, habe ich gerade kein Herz verloren, obwohl ich ihn getroffen habe. Sollte man vielleicht 5 Frames machen. Müsste mal ausprobieren, ob das mit 5 Frames besser geht. Ups. Zack, 5 Frames. Okay. So, mal gucken. Mal gucken. Er hat jetzt ein Zeitfenster von 5 Frames, der Spieler. Zack, zack, zack. Ja, es geht schon deutlich besser. Gut, wie man sieht, geht es jetzt deutlich besser. Ich kann ihn schlagen, ohne dass er mich schlagen kann. Und er wird jedes Mal zurückgestoßen. Genau, und das funktioniert. Ich kann dann auch fliehen, theoretisch. Oh, jetzt hat er mich getroffen, weil ich das Zeitfenster nicht ganz erwischt habe. Ist ja kein Problem. Das ist ja der Sinn des Spiels, dass man auch theoretisch getroffen werden kann. Zack, zack, zack. Sehr gut. Oh ja, jetzt hat er mich wieder getroffen. Okay, gut, das wäre eine sehr simple Gegner-KI mit einem relativ simplen Schlagsystem. Ich werde das noch kurz mit ein paar bunten Farben erweitern, indem ich auf Animations gehe und das Maximum erhöhe, das hier einfach rot nenne. Frames, wie viel nehmen wir? Ja, wie viel nehmen wir? 4 müssen noch reichen, denke ich. Machen einen Flash, also ein kurzes Aufblinken des Spielers und dann nehmen wir die Farbe Rot. Wir können auch ein bisschen helleres Rot nehmen. Na, nehmen wir ein bisschen helleres. Na, spielt jetzt keine Rolle, wir nehmen es so. Dauer 4 Frames. Müsst ihr dann gucken, wie lange ihr das machen wollt. Play Hit, das sieht dann so aus. Okay. Wir tun das mit dem Gegner noch hinein. So.
Animation, Schauanimation. Rot. Zack. Und wenn er uns schlägt, auch auf Rot. Hier Player lassen und bei dem anderen habe ich vergessen umzustellen auf This Event oder Gegner 01, wie man es will. Auf This Event lasse ich es jetzt. Okay, gut, jetzt blinken die Leute noch rot, wenn sie getroffen werden. Was natürlich das Spiel auch deutlich vereinfacht für den Zuschauer, der versteht das dann sofort. Ah, ich wurde getroffen. Und zack, es funktioniert, wie man sieht. Und es funktioniert auf jeden Fall sehr gut sogar, würde ich mal behaupten. Jetzt wird euch auffallen, dass der Gegner unendlich oft getroffen werden kann. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Zack, zack, zack. Deswegen werde ich jetzt noch einstellen, dass er KP verlieren kann, beziehungsweise bekommt. Dazu gehe ich jetzt hier wieder rein auf die Seite, wo er getroffen wurde. Stell hier eine neue Variable rein, Control Variables, Gegner 01, KP. Okay, ups, addieren 1, also plus 1. Jetzt wird immer ein KP drauf gerechnet. Jedes Mal, wenn er getroffen wird. Und wenn ich jetzt hier New Event Page mache und hier Variable KP gleich zum Beispiel, machen wir 5. Wenn ich ihn jetzt 5 mal treffe, wird diese Seite aufgerufen, die komplett leer ist. Quasi ist der Gegner dann tot. Das können wir gleich mal testen. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Weg ist er. Sehr gut. Da könnte man natürlich noch eine Animation reinmachen, wie man das aus Zelda kennt. Da sind ja immer so eine kleine Explosion, wenn die Gegner verschwinden. Bei Skyward Sword waren die, glaube ich, so ein bisschen dunkler, lila. Ihr wisst sicherlich, was ich meine. Oder nee, ich glaube, da waren die nur schwarz bei Skyward Sword. Bei Wind Waker waren die, glaube ich, lila. Aber wie auch immer, spielt keine Rolle, welche Farbe oder wie die aussehen. Ihr wisst, was ich meine. Diese kleinen Explosionen, dass die Gegner so verpuffen. Man kann es natürlich auch mit Blutgekröse machen und so, aber das ist natürlich eure Sache. Dazu kommen wir dann auch später beim nächsten Video, dann wo es um die erweiterte Gegner-KI geht. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden soweit. Wir haben jetzt ganze 22 Minuten gebraucht. Oi, oi, oi. Hat doch länger gedauert als erwartet, aber ich kann es noch mal kurz demonstrieren. Es funktioniert auf jeden Fall. Zack. 1, 2, 3. Es geht auch von der anderen Seite. Wow. 1, 2, ja, 5. Perfekt. Von oben geht es natürlich auch. 1, 2 und von. Wow, jetzt habe ich es nicht ganz geschafft. Von rechts funktioniert es natürlich auch. So. Natürlich war jetzt Game Over. Passiert, nicht so schlimm. Wenn der Spieler dann noch eine Schlaganimation hat und mit dem Schwert richtig zuschlägt, wird das für den Spieler nochmal ein bisschen verständlicher, aber dazu komme ich später. Ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Die Schlaganimation kommt dann einfach hier hinein. Ich glaube, dadurch, dass oben Masterclass drüber steht, werdet ihr das auch alleine hinbekommen, aber wie gesagt, ich erkläre es dann nochmal in einem anderen Video. Hier kommt dann die Schlaganimation vom Spieler rein. Wie die aussieht, das könnt ihr ja selbst entscheiden. Die Reichweite könnt ihr auch erhöhen, indem ihr zum Beispiel statt X1 könnt ihr auch X2 reinmachen. Dann kann der Spieler zum Beispiel hier stehen und den Gegner schon treffen. Das ist natürlich auch nicht unbedingt schlecht, weil dadurch erspart ihr euch diese 5 Frames Wartezeit. Das könnt ihr dann komplett rauslöschen. Ich mache es lieber mit solchen 5 Frames Wartezeit. Das finde ich persönlich besser. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist eure Entscheidung. Ich misch mich bei euren Kampfsystem nicht ein. Ich zeige euch nur, wie man sowas allgemein machen kann. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, Kommentare ist klar. Wenn ihr alles verstanden habt und es euch geholfen hat, Daumen nach oben.
Das ist auch klar. ich werde in die Videobeschreibung so einen Link zu dieser Demo machen, die ich gerade erstellt habe. Da habt ihr dann auch nochmal das mit den Herzen hier so. Und dann habt ihr das mit den Koordinaten hier so drinne und mit dem Schlagen hier und dass der Gegner getroffen wurde hier und mit der vereinfachten Gegner-KI habt ihr dann hier drinne. Wie gesagt, im nächsten Video geht es dann um die erweiterte Gegner-KI, aber ich kann nicht alles zeigen, was die erweiterte Gegner-KI angeht. Da kann ich nur ein paar Ausschnitte zeigen, sonst müsste ich da 3 Stunden aufnehmen, ohne Witz. Was Gegner-KIs angeht, da gibt es unendlich Zeugs, was man da beachten könnte, theoretisch, und machen könnte. Da gibt es unendlich Zeug, ich zeige euch nur ein bisschen was. Ich werde es nur kurz anschneiden, das Thema, dann könnt ihr weiter dran arbeiten. Ich denke, dass ihr damit gut klarkommen werdet. Wenn nicht, dann, wie gesagt, Fragen dann, aber dazu kommen wir dann im nächsten Video. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß beim selber basteln. Und ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder weiterhelfen. Falls nicht, dann, dann nicht. Nein, Spaß. Ich hoffe wirklich, dass ich euch helfen konnte. Das Ganze macht ihr dann natürlich mit so vielen Gegnern, wie ihr wollt. Aber macht nicht zu viele, sonst könnt es zu Rucklern führen. Wie man Ruckler nochmal bekämpfen kann, das zeige ich dann auch noch im nächsten Video, denke ich. Dafür gibt es auch noch Varianten, wie man das ein bisschen ressourcensparender machen kann, aber nur ganz leicht ressourcensparender. Aber wie auch immer, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim selber Makern.